Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ich möchte euch heute eine Leinwand zeigen. Und zwar die hier. Die ist riesig. Die ist größer wie 12x12 Inch. Hier im Anschluss kommen noch Fotos. Dieses Video war sehr aufwendig, weil ganz viele Arbeitsschritte drin waren und etliche Techniken. Und dann habe ich dieses Video im Nachhinein besprochen, wo ich die Techniken erkläre oder auch erkläre, warum ich was mache. Weil wenn ich das alles hätte aufschreiben müssen, nö, also das wäre immens viel Arbeit gewesen und darauf hatte ich dann keine Lust. Ja, das war mein erstes Mal, dass ich so ein Video dann bespreche. Das war auch ein bisschen komisch, aber es hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr sowas findet. Ich werde wahrscheinlich mehr Videos machen, wo ich nicht aufschreibe, sondern dann erkläre, warum, wieso, weshalb. Ja, diese Leinwand, die habe ich aus einem alten Paket gemacht, weil ich halt keine Leinwand mehr in so einem großen Format hatte. Ich habe hier hinten extra noch nichts gemacht. Ja, und zwar ist das der Boden. Zwei Bodenteile aus einem alten Paket und das ist total stabil und die habe ich mir dann halt zusammengeklebt. Auch dazu werde ich euch ein paar Fotos einblenden. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und schreibt mir bitte mal, wie ihr das findet, wenn ich so ein Video im Anschluss dann bespreche. Ja, würde mich echt mal interessieren. Ja, dann bis demnächst. Tschüss. Hier seht ihr jetzt ein paar Detailfotos von dem Projekt. Im Anschluss seht ihr Fotos, wie ich mir die Leinwand hier erstellt habe, das Grundgerüst. Und zum Schluss klebe ich dann noch Motivpapier drauf. Das Ganze wird jetzt mit klarem Gesso bestrichen, weil ich die Schrift behalten möchte. Und hier hatte die Kamera versagt. Ich hatte eigentlich mit 4 Schablonen gearbeitet. So, hier habe ich jetzt einen Styroporrahmen vom Teddy und habe da noch Mauerwerk aus Chipboard übrig. Das schneide ich mir zurecht, damit das in die Ecken passt. Und das klebe ich mir dann mit 3D-Mattgel wieder auf. Hier seht ihr, wie ich aus handelsüblichem Verband mir wieder ein Stück ausschneide, schön zerrupfe und zerreiße, damit Löcher entstehen. Das teile ich wieder in 2 Hälften, um in die anderen beiden Ecken schön zu drapieren und dann wieder aufzukleben mit meinem 3D-Gel. Und das gibt halt immer ganz tolle Struktur und ja, sieht einfach auch klasse aus. Hier werde ich mir jetzt mit Gesso als Basis und dem Farbpigment Bratwurstbraun von Lindys, also in die Magical Shakers, so einen Braunton anmischen. Eigentlich möchte ich so ein schmutziges Braun. Das gelingt mir nur bedingt, wie ihr sehen werdet. Das hier ist mir zu schlammig. Da ist zu viel Rot drin. Also gebe ich nochmal Pigment nach, um den Farbton dunkler zu kriegen, um dann im Anschluss die komplette Leinwand damit einzustreichen. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich mit Feuchttüchern drüber und nehme die Farbe wieder ab. Allerdings in all diesen ganzen Vertiefungen durch die Modellierpaste
da bleibt die Farbe hängen. Und diese Art der Technik gefällt mir total gut. Obwohl mir dieses Farbergebnis noch nicht so gefällt. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit schwarzem Pigment drüber, beziehungsweise ich mische mir da auch wieder mit Gesso und halt schwarz eine Farbe an, das ist so ein Grauton. Auch damit bestreiche ich die komplette Leinwand wieder und habe ein bisschen Wasser drauf gegeben, damit sich das gut verteilen lässt, weil ich hatte auch nicht so viel angemixt. Ja, um das dann im Anschluss wieder mit Feuchttüchern abzunehmen. Ja, und das Ergebnis hier gefällt mir schon etwas besser. Ganz zufrieden bin ich immer noch nicht damit, aber die Endveredelung seht ihr dann später. Ja, und hier bearbeite ich jetzt den Rahmen. Auch dafür mixe ich mir mit Gesso und dem schwarzen Farbpigment so einen Grauton an und bestreiche damit dann den kompletten Rahmen. Ja, und dann im Anschluss auch da wieder mit einem Feuchttuch alles die Überschüsse abzunehmen. Und da sieht man richtig schön, wie das in all den Strukturen, in dem Mauerwerk so hängen bleibt und in diesem zerrupften Verband. Und das gefällt mir total gut. Hier bereite ich jetzt den Rahmen vor. Da habe ich so ein Stück Mauerwerk aus Graupappe-Resten, das ich mal erstellt habe. Darüber drehe ich euch noch ein Video. Und hier passe ich die Mauer gerade an den Rahmen an. Ja, und klebe den Rahmen mit der Mauer dann auf die komplette Leinwand. Und da die Mauer von der Farbe her nicht dazu passt, gehe ich hier mit einem trockenen Pinsel und weißem Gesso über die Mauer sowie über die komplette Leinwand. Einmal um die Farbe so ein bisschen verwaschener zu gestalten, aber auch um Highlights zu setzen. Ja, und das ist eine ganz tolle Technik, die je nach Projekt, was weiß ich, wenn man jetzt ein Shabby Chic Projekt macht, dann so die Technik mit dem weißen Gesso über das Projekt zu gehen, also das sieht schon richtig klasse aus. Ja, und da mir das Ganze jetzt zu grau ist und ein bisschen zu blass, gehe ich jetzt nochmal mit einem braunen Farbspray drüber. Das ist Steampunk Sepia, eins meiner Lieblingsbrauntöne. Das kennt ihr mittlerweile schon aus vielen Projekten. Ja, und sprühe dann halt damit ein, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Kontrast und Tiefe zu geben. Ja, da auch nochmal ein bisschen. Ja, das ist halt so ein Prozess. Jetzt kommt die erste Deko schon ins Spiel. Und zwar habe ich da jede Menge Perlen. Und die klebe ich auf die Ecken, wo der alte Verband sitzt. Und glaubt mir, das waren jede Menge Perlen. Und endlich viele Perlen, die ich da auf beiden Seiten auch wieder mit 3D-Gel aufgeklebt habe. Ja, hier kümmere ich mich schon so ein bisschen um die Innendeko, weiß noch nicht genau. Diese Flügel da sind aus Acryl und die bestreiche ich mit weißem Gesso. Hier mixe ich mir aus Gel
und diesen Art Stones. Wieder so eine Paste an. Ich liebe diese Art Stones, weil die sind federleicht und das gibt so tolle Struktur. Ja, und die dürfen irgendwie, die dürfen nicht mehr fehlen. Ja, die verteile ich jetzt so, ja, zufallsmäßig, so überall auf dem Rahmen und an den Seiten. Und das macht halt so Projekte, wenn man am Ende mit der Farbe drüber geht, halt noch um einiges, ja, interessanter. Also ich kann nicht mehr ohne. Ja, jetzt beginne ich die Innendeko aufzukleben, die beiden Flügel. Und dann hatte ich mich umentschieden, nur mit dem Schlüsselloch. Das war mir dann doch zu wenig und dann benutze ich dieses Teil noch. Setze das zuerst auf und klebe dann das Schlüsselloch oben drüber. Ja, und jetzt gucke ich, ne, es hat gerade, kontrolliere nochmal. Ja, und dann habe ich mich wieder umentschieden, weil ich dann doch so ein Farbkonzept für die Innendeko dann im Kopf hatte und streiche das dann mit schwarzem Gesso um, weil ich einen schwarzen Untergrund für die kommende Farbgebung brauchte. Aber so entsteht so ein großes Bild. So, da habe ich jetzt noch zwei Zahnräder aus Chipboard gefunden. Da habe ich zwei Brads reingemacht. Die klebe ich dann natürlich noch auf die Flügel auf. Da schnappe ich mir meine Oil Pastels und habe da so einen dunklen Blauton, der von der Farbe her super zum Rest der Leinwand passt. Ja, und dann gebe ich da jetzt den Kreisen noch so ein bisschen Farbe, um das Ganze noch interessanter zu gestalten und damit ich auch so ein bisschen Farbklecks noch da drin habe. Passe ich den Rest des Rahmens damit noch an. Mal hier, mal da, so ein bisschen. Ja, und jetzt gehe ich mit dem gleichen Blau in den kompletten Rand und verwische das mit den Fingern. Einfach um dem Ganzen noch mehr Tiefe zu geben und ja, damit das Bild eine Einheit wirkt. Ja, das war ein bisschen zu viel, dann habe ich das wieder weggewischt. Dann gebe ich noch ein bisschen Farbe auf den Rahmen, damit das alles einheitlich wird. Jetzt sind die Zahnräder auch angetrocknet und werden jetzt mit schwarzem Gesso. Jetzt mixe ich mir hier nochmal eine Paste an mit dem 3D-Gel und diesem ganz klitzekleinen Steinchen und ja, verteile das dann nochmal in die Lücken von den Perlen an den Seiten, um überall noch ja, interessante Struktur zu bekommen. Ja, und wie gesagt, ich kann irgendwie nicht mehr ohne und das sieht wirklich total interessant aus. Die Nebengeräusche, die ihr hören werdet, die sind draußen am Sägen und das Mikro ist so empfindlich, ja, und deswegen könnt ihr dazu ein bisschen hören. Ja, auf die Flügel und Schlüsselloch, da darf natürlich, dürfen die Steinchen auch nicht fehlen. Jetzt schnappe ich mir nochmal diese blaue Farbe und gehe damit jetzt nochmal über die Schrift, ja, einfach um nochmal Tiefe zu geben und damit die Schrift besser hervorsticht.
Aber wie gesagt, so eine Leinwand oder so ein großes Projekt, das ist halt ein Prozess und dann kommen einem hier noch neue Ideen, da fällt mir dann noch was ein und revidiere meine Idee. Und dann macht man so lange weiter, ja, bis einem dann irgendwann das Endergebnis gefällt. Aber gut, das hier war jetzt wirklich auch ein Riesenprojekt. Aber es hat trotzdem total viel, viel Spaß gemacht. Ja, und hier habe ich so handelsübliche Glasnuggets. Die gibt es ja für ein paar Cent in jedem Dekoladen zu kaufen. Und die werde ich von der Rückseite bearbeiten. Einmal mit meinem Metallic Wachs, Aged Brass. Und da ist die Acrylfarbe Mermaid Sparkle. Und wie gesagt, die bearbeite ich von der Rückseite, weil das dann nochmal einen ganz anderen Effekt hat, als wenn man oben drüber pinselt. Ja, die Kleinen da, das war Fummelei hoch 20 und boah, da muss ich mir nochmal was anderes einfallen lassen. Das war wirklich gefummelt. Oh mein Gott. Ja, mit dem Wachs, das funktionierte natürlich besser und einfacher. Wobei dann auch bei den Kleinen das echt gefummel war. Aber das Ergebnis ist halt toll. So, jetzt kommt die erste Farbe ins Spiel. Das ist wieder das Metallic Wachs Aged Brass. Ja, da versuche ich dann mit meinen Fingern die Perlen einzufärben. Mit mäßigem Erfolg. Tja, bis mir dann einfiel, Mensch, du hast auch extra einen Pinsel dafür. Ja, und das funktionierte dann auch super gut. Damit kam ich dann ja, in alle Ecken und Kanten. Dann gehe ich nochmal über die Mauer, um die so ein bisschen hervorzuheben. Über den Rand natürlich auch, ja, damit das so eine Einheit bildet. Jetzt gehe ich mit Mystic Turquoise nochmal über die Mauern und über die Schrift, um die nochmal hervorzuheben. Hier und da immer mal so ein bisschen. Dann versuche ich die Perlen schon zu bearbeiten, aber die waren noch nicht trocken. Das Wachs muss ich erstmal setzen. Ja, und jetzt bearbeite ich die Innendeko. Auch wieder mit dem Aged Brass. Das ist so ein toller, ja, dunkler Goldton. Und dann gehe ich mit dem Türkis drüber. Und mache dann überall punktuell, setze ich dann so ein bisschen das Wachs auf. Das gefiel mir dann aber nicht. Und dann gehe ich wieder mit dem helleren Ton drüber. So, jetzt waren die Perlen angetrocknet. Und jetzt kann ich auch mit dem Türkis darüber gehen. So hier und da mal. Und das erzielt auch so ein, ja, einen interessanten Effekt. Ja, da positioniere ich jetzt hier die Glasnuggets und gucke, wo mir das so am besten gefällt. Jetzt ziehe ich die Handschuhe mal aus, weil die geklebt haben ohne Ende.
Ja, und jetzt klebe ich die Nuggets auf, auch wieder mit dem 3D-Gel. Ja, und dann war ich eigentlich der Meinung, ich hätte noch weitere kleine gehabt in diesem schimmernden Türkiston. Ja, habe die nicht gefunden. Und irgendwann habe ich dann bemerkt, dass die unter der Leinwand geklebt haben. So, und jetzt gehe ich mit dem Mermaid Sparkle nochmal über die komplette Leinwand und wie ihr sehen könnt, setze ich damit Highlights und das gefällt mir richtig gut. Ja, und jetzt gibt es bestimmt einige von euch da draußen, die denken, oh Gott, und noch eine Farbe. Aber das ist halt der Prozess bei so einer Mixed Media Leinwand. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch, wie generell beim Werkeln, es sei denn, ich baue Boxen. Und ja, dann probiert man hier und macht da, bis einem das gefällt. Und ja, und dann kommt noch hinzu, also dieser Prozess mit der ganzen Trocknungszeit, das hat insgesamt 4,5 Stunden gedauert. Und ja, dann stellt man sich die Frage, okay, was zeige ich alles in dem Video? Ja, dass ihr mir nicht einschlaft vom Bildschirm, ne? Dass das nicht so langweilig wird und wie schneide ich dann am besten? Und ja, das sind dann alles so Faktoren, die dann noch hineinspielen und ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen vom Bildschirm. Aber ansonsten könnt ihr ja auch vorspulen. Ja, und mit jedem Video wird man einfach auch besser. Ich bearbeite die ja mittlerweile selbst und ja, da sage ich nur Übung macht den Meister. So, und jetzt kommt das Finishing. Da gehe ich mit den Mica Flakes. Da habe ich einmal die größeren, das ist so ein Perlton und die kleinen, kräftigen, das ist so ein Gold-Kupferton. Die setze ich jetzt nochmal ja, zufallsmäßig hier und da auf. Und das gibt halt auch nochmal so einen ganz, ja, einen ganz tollen Effekt. Ja, und dann sind wir auch gleich am Ende. Ja, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es länger war und ich das halt besprochen habe. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.